Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir brauchen immer noch sehr viel Holz und ich hoffe, wir finden gleich irgendwie mal eine Insel, weil wir müssen das hier ausbauen. Und wir brauchen wieder Kupfer und da hinten ist wieder eine Kiste. Aber ich glaube, an die kommen wir nicht ran. Ich glaube, dass wir da eher schwimmen müssen. Ja, Boris, komm. Lass mich in Ruhe. Ja, da war er schon. Hat zugebissen. Aber an die Kiste wären wir sonst nicht dran gekommen. Aua. Danke, Boris. Und so. Ja, haben wir geschafft. Nice. So. Aber wir haben immer noch nicht genug Holz. Aber hier gegartes Fleisch, nice. So. Komm, Planke. Tun wir auch noch ein paar rein. So, was sagt das Fähnchen hier? Fähnchen sagt in die Richtung. Aber wir kommen an keiner Insel ran. Gerade. Ja, die Frage ist, wann kommt denn eine? So. Da ist eine. Da hinten ist eine. Hoppala, falsche Taste. So, dann drehen wir mal dahin. Ja. Boah, ich liebe das mit dem Lenkrad hier jetzt. Ich liebe das. Weil wir dann jetzt genau zusteuern können, wir brauchen den hier gar nicht mehr umstellen, umbauen, wie auch immer. Sondern können einfach dann direkt den nach vorne gezielt lassen und immer ganz genau in die Richtung schippern, wo wir hinwollen. Finde ich mega, finde ich super so. Übrigens auch nur mal so als Info für euch. Ich experimentiere momentan sehr viel mit meinem Audio, weil ich will bessere Audioqualität für euch machen und so. Und ich bin mir oft nicht sicher, zumindest erst recht während der Aufnahmesessions, wie die Audio für euch klingt, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Kann sein, dass es noch nicht so optimal ist, aber ich gebe mein Bestes. Ich versuche es zumindest. So, dann spiegeln. So, dann hätten wir das. Dann wäre jetzt nur noch die hier nötig, hier überall. Und dafür haben wir nicht mehr genug Holz. Und das sieht nach einer Insel aus, wo der Riesenvogel. Da sehe ich den sogar schon. Wie wollten wir den Vogel nennen? Gulliver? Ich glaube, Gulliver hatten wir den genannt gehabt. Boris und Gulliver. Das sind bisher unsere Gegner hier. Unsere Freunde. Ah ja, und die Lurker halt. Ja, sieht ein bisschen so aus, als würden wir vielleicht sogar noch dran vorbeischippern. Wir müssen noch ein bisschen da nach rechts drehen. So. Gefällt mir nicht, wie wir gerade uns bewegen, weil wir uns trotzdem noch in diese Richtung bewegen. Weil das Fähnchen hier sagt, wir wollen dahin. Aber wir wollen dahin. Wir wollen immer noch auf die Insel. Hallo? Nicht zu weit jetzt nach rechts?
Böses Fähnchen. Macht mich hier alles kaputt. So, dann nochmal. Nice. Ich hoffe, das funktioniert mit der Insel, dass wir da ankommen. Ohne Probleme. So. Stirnlampe müssen wir immer noch erforschen. So. Hierfür brauchen wir eine Batterie auf jeden Fall. Die müssen wir irgendwie opfern. Eine machen. Und explosives Pulver. Was war das denn jetzt für ein Ruckler? Ah, aber wir kommen da der Sache näher jetzt. An die Insel. So. Was soll ich mit so vielen Steinen? Hier nochmal 14 Schrott. Plastik. Nee. Hier Kartoffeln packen wir erstmal hier hin. Warum das packen wir hier hin? Das packen wir hier hin. Die auch. Die hier auch. Warum haben. Woher haben wir so viele Rüben? Das weiß ich nicht. So, und die können wir auch erst einmal hier lassen. Und den Rest schmeißen wir hier mal wieder weg. Die brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Wir sind schon da. So. Können wir jetzt mal auf Holzfällen gehen. Und ich hoffe, der Vogel lässt uns in Ruhe. Ah, wir sind wieder auf dieser Art von Insel. Okay. Hier wieder schwarze Blumen. Für schwarze Farbe. Daneben. Aha. Okay, hier oben haben wir nichts. So, der böse Gulliver. Da hat er sich wieder... Ui! Und dem laufe ich genau vor die Schnauze. Daneben! So, wir gehen mal vielleicht in die Höhle rein. Weil wir erstmal hier oben alles... looten. Hier kommt er nicht rein, ne? Gut. So, Höhlenpilz nehmen wir mit. Können wir und können wir jetzt eben auch noch schnell essen, weil wir wieder hungrig sind. Da oben haben wir eine Kiste. So, nice. Ein paar Scharniere, ein paar Planken. Wo kommt die Musik? Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Gab's hier nicht noch irgendwie mal was? Nur Schmutz. Ich steck hier fest gerade. Warum? Achso. Ja, Schmutz brauchen wir an sich eher nicht. Da war aber ein Nagel mit bei. So, hier muss es bestimmt auch noch was geben. Vielleicht irgendwas Sinnvolles, außer Schmutz. Noch ein Nagel. So, da kommt der böse Vogel wieder. Ja, der hat schon den Stein. Wir gehen aber erstmal da hoch, weil wir den Baum da brauchen. Und wieder Wassermelonen, nice. Ui, da kommt der Eber wieder. So, kann ich den vielleicht erstmal... Aua, ich laufe ihm genau vor die Schnauze.
genommen. Oh, toll. Der ging daneben. Komm. Aua. Komm. Autsch. Alter, wie viele Pfeile will der noch? So. Jetzt haben wir den. Hallo? Komm. Bevor der Vogel da ist. Okay. Jetzt haben wir's. Und jetzt noch die Wassermelonen. Ganz schnell. So. Aber den haben wir wenigstens erwischt. So, dann schauen wir mal, wie wir da jetzt hochkommen. Jo, das ging aber schnell. So, hat einmal gespeichert automatisch. Nice. Wo ist denn der Vogel? Da kommt er schon. Ah, und da hinten bleibt er jetzt. Finde ich super, dass er jetzt da hinten bleibt und uns nichts mehr antut. So, Inventar. Das können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Den brauchen wir nicht, haben wir schon. So, dann den hier noch. Ah, nice. Wir haben 6 Kokosnüsse. Ja, nach oben gehen wir gleich noch. Wir haben hier noch jede Menge Dinger hier zu sammeln. So. Komm, wir gehen zuerst nach oben. Der Vogel lässt uns jetzt erstmal in Ruhe von da hinten, wo der ist. Hops, hops. Ich glaube, von hier kommen wir nicht so einfach hoch. Ja, komm, spring, spring doch. Oder fall runter. Jetzt kommt er wieder auf uns zu. Zum Glück hat er uns richtig getroffen. Ich glaube, der Weg, den ich hier gehe, ist keine gute Idee. Aber wir haben Ananas. Immerhin. Naja, wir gehen andersrum. Ich glaube, der andere Weg wäre sinnvoller. Ja, solange wir am Sprinten sind, finde ich super, dass er uns dann so gut wie gar nicht trifft. Okay, hier geht es gar nicht hoch. Das heißt, wir müssen da hinten hin. Und jetzt müsste der Vogel uns erstmal in Ruhe lassen. So. Dann müsste es hier gleich hoffentlich einen Weg nach oben geben. Wie viel? Wir haben wieder hier Müll, Müll, Müll. Komm, ich will hoch. Boah, ist das denn kompliziert? Ja, ich sag nichts. Ich habe mir den komplizierten Weg ausgesucht. Bin ich selber schuld. Aber wo hätte ich es wissen müssen, dass wir hier rum hier hochkommen?
Ui, noch mehr Bäume mit Mangos. Nice. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen was auf Vorrat. So, der arme Händler, der hat nichts mehr wegen mir. So, was können wir hier holen? Kurkuma, Chili, Rezepte, Lufthorn, den will ich haben. Und die Garderobe auch. Und den Kompass. So. Fundamentzähler. Hupe. Bauplan, fortgeschrittene kleine Anbaufläche. Fortgeschrittene mittlere Anbaufläche. Fortgeschrittene große Anbaufläche. Wir müssen schauen, wie wir hier Punkte kriegen. So. Wenn ich jetzt als Beispiel hier die Planken kaufen will, Müllwürfel brauche ich. So, wie machen wir Müllwürfel? Fortgeschrittene Vogelspeiche. Lange Zugbrücke, kurze Zugbrücke, Surfbrett, Wikingerhorn, Trading Post Kassette, Bauplan Feldflasche, Bauplan Detailplanke, Taucherhelm, Anglerhut, Sonnenbrille, Piratenhut. Und verkaufen können wir nur die Dinger hier. Aber wo kriegen wir die her? Wo kriegen wir diese Sachen her? Rote Beeren. Nice. Die Handelsposten, die haben hier schon geile Sachen. Aber wie verdienen wir? Ich habe so das Gefühl, diese Fische, die der haben will, die kriegt man nur mit den Ködern, um sie bei ihm zu verkaufen. Aber wenn wir die Köder nicht kriegen können, aus irgendwelchen Gründen, beziehungsweise wir kriegen die ja halt nur von ihm, so bisher meine Vermutung, weiß ich nicht, wie wir an die Fische kommen, um uns die Köder kaufen zu können. Es sei denn, es gibt hier früher oder später noch einen anderen Weg, um an die Köder zu kommen. Digga, warum schmeißt er die Planken weg? Die Dinger sollen weg. Planke mitnehmen. Hier lag doch irgendwo noch ein Karton. Oder ist er jetzt komplett weggefallen? Ist er jetzt komplett weg? Ist er komplett runter? Ich sehe die andere. Toll. Toll, ich sehe die letzte Planke, die ich jetzt verloren habe, nicht. Ich glaube, der ist runtergefallen. So. Aua. So, ne, wir machen das so. Beziehungsweise das können wir auch wegschmeißen. Wir brauchen so viel Dreck nicht. Gelbe Blume, gelbe Blume. Was sollen wir mit gelben Blumen? Hier, noch eine Ananas. Was haben wir weggeschmissen? Wo liegt das jetzt? Ist gedespawnt? Ich habe keine Ahnung, wo das hin ist. Ich hoffe, die Planke liegt vielleicht noch hier unten irgendwo. Die wir jetzt verloren haben. Ich glaube, die sind wir los. Die Planke finden wir nicht mehr wieder. Ja. So. Die Dinger können auch weg. Was soll ich denn damit? Ich würde sagen, wir nabulieren vielleicht nochmal eine Kokosnuss. Oder eine Mango. ...66 Planken haben wir. Boah, das... Hoffentlich müsste das jetzt reichen. Um... zumindest das obere Deck da zuzubauen. Ich hoffe.
Wo haben wir überhaupt geparkt? Ich finde schade, dass wir die Dinger hier nicht machen können. Und wir dürfen auch gleich noch einmal hier drumherum tauchen, um Kupfer zu finden, weil wir sehr viel Kupfer brauchen. Daneben. So. Ich glaube, hier hinter hatten wir geparkt. Ja, da haben wir geparkt. Nein, daneben. Bitte kein Boris jetzt. Boris will ich jetzt nicht haben. So, dann gehen wir mal hoch. Und bauen erstmal hier zu, was wir zubauen können. So. Hier fehlt noch ein bisschen. Komm, machen wir mal so. Das war's. Alle Planken wieder weg. Dann können wir hier erstmal... Die Beeren packen wir hier mal rein. Das packen wir mal hier rein. So, Ananas können wir auch hier reinpacken. Die Kokosnüsse definitiv. Eine haben wir dann bei uns noch auf Tasche. Hier Fleisch packen wir hier rein. So, und hier die Scharniere. Den Metallbarren und das Leder und das hier. Rot haben wir mehr als genug. Ah, Nägel haben wir noch gehabt. Hier, dann haben wir das auch voll. Können wir das Schrott auch noch wegschmeißen. So. Dann schnabulieren wir nochmal die Kokosnuss. Dankeschön, Gulliver. So, dann einmal auf Tauchgang, weil wir Kupfer brauchen. So, wo finden wir Kupfer? Aua, danke Boris. Wir brauchen Kupfer. Wo ist Boris? Da ist Boris, okay. Aua. Vielleicht noch einmal ganz kurz wieder an Land gehen. Um Leben aufzuladen. Hier eine Planke nehmen wir auch noch mit. So. Nochmal darüber. Ich hoffe, Gulliver lässt uns jetzt erstmal noch in Ruhe. Aber am besten lieber immer in Bewegung bleiben. Wir gehen in die Höhle. In der Höhle sind wir erstmal sicher. Beziehungsweise wir müssten irgendwie schauen, dass wir Gulliver loswerden. Beziehungsweise was das hier angeht, habe ich auch einen Warzenschweinkopf. Habe ich so ein Gefühl, können wir nichts mit anfangen. Können wir eigentlich auch wegschmeißen. So. Zur Not, wir kriegen da ja noch ein bisschen was. Klar, ist ein Kleidungsstück. Jetzt müssen wir erstmal warten, solange wir hier drinnen in Sicherheit sind. Bis unser Leben wieder etwas aufgeladen ist. Und dann gehen wir nochmal auf die Suche nach... Nach dem Kupfer. Vielleicht auch noch ein paar Metallerze. So, wo ist Gulliver? Ich hoffe, hier kommt dann gar nicht rein. Über keine Umwege oder sowas. Und jetzt wird es endlich wieder hell. So. Vielleicht ein bisschen rennen. Und nochmal versuchen, dahin zu kommen. Wir brauchen aber definitiv auch noch einen besseren Bogen. Ich hoffe, hier gibt es
Kupfer oder Eisen? Kupfer wichtiger. Ist das Kupfer? Oder ist das Stein? Das ist ein Stein. Weg damit. Das da könnte Kupfer sein. Erstmal Luft. Wir brauchen wieder Luft. Ich hoffe, Boris kommt jetzt nicht. Aua! Bitte lass das Kupfer sein. Nein, das sieht nach Dreck aus. Oh, da war... Ach du Scheiße, das war sehr, sehr viel an Gegnern. Und wir haben nicht so viel Leben gerade. Und Boris greift an. Gulliver greift an. Ich glaube, wir müssten... Yo. Wir müssten einmal vielleicht richtig was essen. Und unser Leben richtig aufladen. So. Dann würde ich sagen, wir gönnen uns jetzt tatsächlich mal ein paar Steaks. Und kriechen uns hier unten hin. Die Steaks packen wir mal vielleicht wieder da rein. So. Keine Ahnung, wo die sind jetzt. Oh, 52 Tage haben wir schon überlebt. Nice. Finde ich gerade wirklich sehr, sehr nice. Ich habe eine Idee, vielleicht den hier abmachen. Nein! Ich Depp. Ach nö. Ach nö. Hab ich es jetzt verbockt. Ah. Oh. Ich wollte das Ding hier hinbauen. Und jetzt hab ich es verbockt. Toll. Boah, der kommt hier nicht ran. An mich. Oh nein, ich muss die Teil nochmal komplett neu machen. Komm ich an den ran? Immerhin. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo Planken in der Nähe sind. Boah, nice. Hier unten sind wir sicher. Vor Gulliver. Und da hinten sind ein paar Planken. Muss ich mir jetzt ganz schnell zuerst die Planken holen. Klar, Boris wird ein bisschen zubeißen. Da sind auch ein paar Fässer. Aber wir müssen das wieder reparieren, was ich jetzt kaputt gemacht habe. Oh, Affenzucker ist wieder an Sazerable Forest zocken. Mensch, was ist bei ihm los? Oder ihr? Ah, nice. Noch ein paar Planken. Ah, das müsste reichen. Ich hoffe. So, damit weg. Damit weg. So, ich hoffe, Boris greift mich jetzt nicht an. Hier haben wir noch eine Planke. So. Können wir hier eben schnell rein? So. Zumachen, zumachen. Dann brauchen wir hier nochmal das. Ist das richtig rum? Sieht richtig rum aus. Hier ist es nur nicht richtig rum. So. Gucken wir uns noch einmal von oben an. Okay. Haben wir repariert. Haben wir richtig gemacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!